Das geht nicht auf Befehl, nur wenn ich erschreckt werde. Chewie, mach dich nicht nass. Hat jemand Sophia erschreckt? Meine Güte, du siehst ja fantastisch aus. Es hat 2 Jahre gedauert. Aber mit dem heutigen Tag bin ich 140 Pfund überflüssiges Fett los. Bist du denn mal so dick gewesen? Nein, verheiratet. Heute ist seine Scheidung rechtskräftig, wenn er die Papiere unterschreibt. Sowas verursacht bestimmt gemischte Gefühle. Nein, ich bin froh, dass es vorbei ist. 8 Jahre. 8 lange, furchtbare Jahre. Weißt du, was es heißt, mit einer bösartigen, vulgären Hexe 8 Jahre zu leben? Beeil dich oder verschwinde, dänische Kuh. Ich glaube, du weißt es. Kinder, Dorothy hat gerade vom Flughafen angerufen. Sie ist auf dem Weg hierher. Hättet ihr das gedacht? Unsere kleine Familie wird wieder zusammen sein. Ist das nicht wunderbar? Ich kann es nicht abwarten, bis sie das Hotel sieht. Oh, Sophia, du bist wohl sehr aufgeregt. Und wie? 4 Monate habe ich mein Kätzchen nicht mehr gesehen. Ich kann es kaum abwarten, sie anzuschauen, zu küssen und zu umarmen. Und ich kann an nichts anderes mehr denken. Sie wohnt doch nicht in meinem Zimmer, oder? Sophia, das Hotel ist die nächsten 2 Tage völlig ausgebucht. Sie könnte ja bei mir schlafen, aber ich habe heute Abend ein tolles Rendezvous. Und du weißt doch, dass Dorothy immer kotzen muss, wenn sie auf Reisen ist. Oh nein, ich freue mich genauso wie ihr, dass Dorothy uns besucht, aber zwingt mich nicht wieder, das Bett mit ihr zu teilen. Ihr habt das letzte Mal wohl schon vergessen. Du meinst, als sie dich mit ihrem Kissen verwechselt hat? Weißt du, wie sich das anfühlt, wenn man um 3 Uhr morgens von Dorothy aufgeschüttelt wird? Weißt du, was noch schlimmer ist? Wenn sie mich wegschubst, weil ihr mein Geruch nicht passt. Wisst ihr, ich kann es kaum erwarten, bis sie hier ist. Und wenn sie erst mal sieht, was wir aus diesem Hotel gemacht haben, wird sie sehr stolz sein. Weißt du, Roland, sie hat dir nicht geglaubt, dass wir es schaffen könnten. Sie meinte, wir wären zu alt und zu unerfahren, um so ein großes Hotel zu führen. Tja, wisst ihr, es ist nur eine Vermutung, aber war sie diejenige bei euch mit dem größten Verstand? Hey, hast du die Scheidungspapiere unterschrieben? Na toll, jetzt bist du frei. Und ja. Wie ist das so? Ich weiß nicht. Als ich das Gericht verließ, fühlte ich mich toll, Mann. Ich hab gepfiffen. Ich hab meinen Hut geschwungen wie Maurice Chevalier. Ich bin die Straße runtergetanzt wie Gene Kelly. Ich machte einen Bauchtanz wie die bezaubernde Genie. Dann durchzuckte es mich. Weil dein Bauch dafür zu dick ist, meinst du? Nein, es wurde mir klar, dass ich von jetzt an allein bin und einsam. Dolores ist nun für immer weg. Ach komm, Dolores ist nicht die einzige Frau, die sich für dich interessiert. Woher weißt du das? Vielleicht ist sie's. Vielleicht interessiert sich nie wieder eine Frau für mich. Du musst nur eine andere kennenlernen. Also, du machst jetzt Folgendes. Die nächste Frau, die du siehst, die sprichst du an, machst ihr schöne Augen und lädst sie ein. Ich weiß nicht, ich bin außer Übung. Nein, vertrau mir, du musst einfach rangehen, Mann. Das Schlimmste, was sie tun kann, wäre Nein sagen. Ich meine es ernst, Chewie, die nächste Frau. Die nächste Frau? Okay, die nächste Frau. Du gehst ganz einfach auf sie zu, machst dir schöne Augen und sagst... Hola, Mamacita! Bewegen Sie sich auch so toll, wie Sie aussehen? Verschwinden Sie so schnell Sie können, dann gibt's wenigstens keine Verletzten. Sie sind bestimmt Dorothy. Ich habe schon sehr viel von Ihnen gehört. Ich bin Chewie. Oh, hallo Chewie. Freut mich, dass ich Sie mal kennenlerne. Freut mich ebenfalls. Willkommen im Hotel. Ja. Ja, Ma'am, kann ich helfen? Das will ich doch wohl hoffen. Ich suche die Besitzer. Entschuldigen Sie bitte. Ich glaube, das Fahrgeld stimmt nicht. Sie haben vergessen, mir ein Trinkgeld zu geben. Trinkgeld wollen Sie? Sieh mal an. Lassen Sie uns mal Ihre Arbeitsmoral betrachten, einverstanden? Sie sind trotz Hauptverkehrszeit durch die Innenstadt und rückwärts über mein Gepäck gefahren. Sie haben 2 Mal gehalten, um Obst aus Ihrem Kofferraum zu verkaufen. Und Sie wollen Trinkgeld? Verschwinden Sie sofort, dann gibt's wenigstens keine Verletzten. Sie sind bestimmt Dorothy. Willkommen, ich bin Roland Wilson. Oh,
Sie sind Roland. Freut mich sehr. Mann, ich hatte Sie mir aber ganz anders vorgestellt. Wie meinen Sie das? Wie soll ich sagen, nach allem, was Blanche und Sophia und Rose über Sie erzählt haben, hätte ich Sie mir viel größer vorgestellt. Du meine Güte, wie viel größer? Ungefähr 1,5 Meter größer, dachte ich. Und kräftiger, verstehen Sie? Und noch schlimmer. Warum gehe ich nicht einfach weg und komme zurück, wenn alle schlafen? Oh, mein Schätzchen, wie ich euch vermisst habe, wisst ihr gar nicht. Ist ja auch auf dich gefreut. Das werden bestimmt die drei schönsten Tage, die man zu jetzt denken hat. Jetzt seht euch das an. Die drei Musketiere sind endlich wieder vereint. Die vier Musketiere? Und Sophia, sieh nur, Dorothy ist hier. Ma. Mein Kätzchen. Ma, hier drüben bin ich. Scheren Sie sich zum Teufel! Mein Kätzchen! Oh, Kinder, ist das nicht wunderbar? Endlich sind wir alle wieder vereint. Kommt, wir müssen uns noch mal umarmen. Von dem Theater habe ich noch nie was gehalten. Ich mach wieder mit. Es ist ja so wunderbar, euch alle wiederzusehen. Und das Hotel ist einfach umwerfend. Ich kann kaum erwarten, mein Zimmer zu sehen. Hör mal, wir sind völlig ausgebucht. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, mit einer von uns das Zimmer aber zu teilen. Natürlich nicht. Ich schlafe mit bei Rose. Sie hat von euch immer die weichsten Kissen gehabt. Rose, es macht dir doch nichts aus. Nein, überhaupt nichts. Na schön, dann zeigen wir Ihnen erstmal unser Hotel. Los, nochmal umarmen, Kinder. Oh, Rose, dieser Kerl von Tisch 4 fragt schon wieder, wo die Muffins bleiben. Seit dieser widerwärtigen Schmeißfliege von Tisch 4, wenn er wegen seiner verdammten Muffins nicht die blöde Klappe hält, schmier ich ihm heiße Butter in den Hintern. Dorothy hat dich wieder aufgeschüttelt letzte Nacht, oder? Ich bin nicht sicher, ob sie das im Schlaf getan hat. Roland, gut, dass du da bist. Der Speisesaal ist brechend voll und Chewie ist heute Morgen einfach nicht zur Arbeit erschienen. Hast du eine Ahnung, wo er sich rumtreiben könnte? Chewie ist immer noch nicht da? Oh nein, das ist meine Schuld. Es ist allein meine Schuld, dass er weg ist. Was? Wovon redest du bloß? Weißt du, er war wegen der Scheidung völlig deprimiert, dass ich dachte, es wäre gut für ihn, wenn er mal rauskommt. Deshalb sind wir gestern im Filzpantoffel gewesen. Warum habe ich ihn bloß in so eine billige Spelunke geschleift? Ich wusste, dass du das warst. Ich wusste, dass du das warst. Entschuldigung. Alles klar, Kinder. Ich bin bereit für den Strand. Oh, Dorothy, ehrlich gesagt ist das kein günstiger Zeitpunkt. Chewie ist heute Morgen nicht erschienen und wir kommen vor Arbeit um. Ich habe das Frühstück weggeräumt. Ma, was tust du denn da? So viel Geschirr ist doch viel zu schwer. Das mache ich dreimal am Tag, daran habe ich mich schon gewöhnt. Im Übrigen warst du schwerer, als du geboren wurdest. Ma, dieses Drum wiegt mindestens 30 Pfund. Genau das hat der Arzt gesagt, als er dich zur Welt brachte. Das hatten wir uns ganz bestimmt nicht vorgenommen für dieses Wochenende, aber würde es dir was ausmachen, uns ein wenig zur Hand zu nehmen? Nein, Schätzchen, selbstverständlich nicht. Um ehrlich zu sein, habe ich sogar ein bisschen Erfahrung damit. Wirklich? Aber ja doch, wisst ihr, als kleines Mädchen hatte ich oft Spaß daran zu tun, als ob ich eine Kellnerin wäre. Ma machte bei diesem Spiel immer mit und tat so, als wenn sie mein Gast wäre. Ich servierte ihr das Essen und sie beschwerte sich über die schlechte Bedienung und wollte mir kein Trinkgeld geben. Wir hatten viel Spaß. Aber nach ein paar Wochen ließ sie mich immer zu, die Kellnerin spielen. Zum Beispiel, wenn sie ein Abendessen gab oder wenn ihr Bridge Club zu uns kam. Und mir machte es Spaß, weil ich ja annahm, das sei nur ein Spiel. Ich meine, was für einen Grund sollte eine 5-Jährige wohl haben, nicht mal ihrer eigenen Mutter über den Weg zu trauen? Jetzt kommt das schon wieder. Du hast mich ausgenutzt. Wir hatten eine besondere Beziehung zueinander. Beziehung nennst du das? Du betrachtetest mich als Dienstbolzen. Das war ein Kosename. Und mittwochs hast du mich an die Nachbarn verliehen. Daraus hast du nur was gelernt. Nichts als Undankbarkeit hat man geerntet von seinen Dienstbolzen, den Kindern, meinen Kindern. In Ordnung, Sir. Hier.
Verzeihen Sie bitte. Haben Sie nicht irgendwas vergessen? Ich wüsste nicht was. Wollen Sie mir nicht einen schönen Tag wünschen? Nein. In den 45 Minuten, in denen ich Sie bedient habe, meckerten Sie über das Essen, den Kaffee, den Service und sagten, dass in meinem Fall jedes Körperdeodorant offensichtlich seinen Zweck verfehlt. Mich kümmert weder Ihr Blutdruck noch, ob Sie einen schönen Tag verleben. Dann bekomme ich noch einen Kuchen von Ihnen. Was? Hier unten auf der Speisekarte steht, falls die Bedienung, wenn sie die Rechnung bringt, nicht sagt, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, sie verpflichtet ist, dem Gast ein Stück Kuchen zu bringen. Umsonst. Also bekomme ich noch Kuchen von Ihnen. Das ist ja wirklich lachhaft. Welcher Idiot schreibt denn solchen Blödsinn auf die Speisekarte? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Wie wär's damit? Sie wünschen mir jetzt einen schönen Tag und ich verzichte dafür auf meinen Kuchen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich hab's leider nicht verstanden. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich kann nicht sagen, dass das sehr überzeugend klingt. Ich werde den Kuchen bringen. Rose, habt ihr was, womit man Flecken entfernen kann? Nein, soviel ich weiß, haben wir das nicht. Warum fragst du? Unerhört! Das ist mein bester Anzug! Mir ist was runtergefallen. Das ist der Rest von den Tomaten. Oh, dann muss Roland gleich welche mitbestellen. Ma, was ist passiert? Was fehlt dir? Gar nichts, ich bin nur ein bisschen außer Atem. Mach mir nichts vor, ich weiß jetzt, was sich hier abspielt. Rose und Blanche lassen dich zu schwer arbeiten. Sieh dich nur an, du bist ja kreidebleich. Das sind die Pausen, wenn mein Herz stolpert. Bald sehe ich wieder aus wie der letzte Mohikaner. Lucas? Ich bin's. Oh, Schatz, ich vermisse dich ebenso. Nein, Ma, geht es ganz gut. Nein, das stimmt nicht, Schatz. Und deswegen habe ich auch angerufen. Erinnerst du dich, worüber wir gesprochen haben? Ich meine, bevor ich gefahren bin. Weißt du, nachdem ich gesehen habe, was hier vor sich geht, bin ich der Meinung... Also ich glaube, das Beste für Ma ist, wenn ich sie mit nach Hause nehme und sie bei uns wohnen lasse. Joey, wo bist du bloß gewesen? Wir waren ganz krank vor Sorge. Ich hab dich schon überall gesucht. Geht's dir gut? Ja, ja, bestens. Ich war nur beschäftigt. Das war alles. Beschäftigt? Moment, oh. Warte auf mich, Schnuckelchen. Ich war damit beschäftigt zu heiraten. Joey, bitte sag, dass das ein Scherz war. Nein, das ist kein Scherz. Roland Rose Blanche, die junge Dame hier, ist... Beverly. Meine neue Frau. Wir haben uns letzte Nacht im Filzpatron kennengelernt. Ich war hinter ihm beim Rumba-Tanzen. Er hat den niedlichsten Po, den ich je gesehen habe. Ich bitte Sie. Deswegen heiratet man doch keinen Mann. Ja, Blanche hat recht. Wie kann man sowas bloß wichtig nehmen? Was ist mit den Schultern und was ist mit dem Brustkorb? Joey, was du tust, ist verrückt, Mann. Ihr beide wisst doch überhaupt nichts voneinander. Das ist nicht wahr. Joey und ich haben letzte Nacht sehr viel miteinander geredet. Wir haben uns unsere Lebensgeschichten erzählt. Obwohl wir uns kaum kennen, weiß ich fast alles, was es von ihm zu wissen gibt. Joey Castillos, wo hast du dich bloß rumgetrieben? Unser Nachname ist Castillos? Es ist wohl besser, wenn wir später darüber reden. Nicht doch, du musst nicht gehen, Süßer. Ich hole die Koffer. So, ihr habt schon gemeinsames Gepäck? Hört mal, ich hab geheiratet. Könnt ihr euch nicht ein bisschen für mich freuen? Oh, bitte entschuldige, Joey. War es eine schöne Hochzeitsfeier? Ich denke schon. Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, nur daran, dass der Tequila-Wurm unser Trauzeuge war. So, jetzt ist Schluss. Wir werden Beverly erklären, dass es ein Fehler war. Wir versuchen, den Wurm zu finden und sagen dem Friedensrichter, er soll die Ehe annullieren. Kommt, Joey. Moment mal, Mann, was heißt ja wir, hä? Das ist mein Leben und meine Entscheidung. Und ich sag Beverly und ich wollen's miteinander versuchen. Du bist ihr gerade begegnet, du warst nicht mal mit ihr aus. Du weißt doch überhaupt nichts über diese Frau. Bei einer Ehe geht es um was Ernstes. Das ist nichts, wo man einfach so reinhüpfen kann wie in ein Bett. Das
ist mehr so wie eine Art Whirlpool. Da muss man sich gewissermaßen ganz sanft hineingleiten lassen, das Wasser vorsichtig testen. Da springt man doch nicht so einfach rein wie in ein Bett. Du bist jetzt sehr empfindlich, Chewie. Du suchst bloß jemanden als Ersatz für Dolores. Naja, sicher ist das sehr schnell gegangen, aber wer weiß denn, ob wir nicht glücklich werden. Sowas ist ja kaum zu glauben. Wie konnte das bloß passieren? Ja gut, ich geb's zu, ich war betrunken. Betrunken? Du meinst von einem Margarita? Nicht auszudenken, was bei zweien passiert wäre. Oh, Chewie, ich bin begeistert vom neuen Auto, das du mir gekauft hast. Das ist es, was passiert. Wie schön, ihr seid alle hier. Wir müssen uns unterhalten. Aber sicher müssen wir uns unterhalten. Du bist schon einen Tag hier und wir hatten noch nicht mal eine Minute, uns in Ruhe auszuquatschen. Nein, eigentlich wollte ich mit euch warte, du wolltest mit uns über Sex reden, nicht wahr? Ja. Na, was sagt ihr? Soll ich den Käsekuchen rausholen? Ja. Ja, los. Ich hol den Teller. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich euch vermisst habe, Kinder. Wir haben dich nicht weniger vermisst, Dorothy. Oh Mann, das wird wieder wie in alten Zeiten. Also los, Dorothy, du musst uns jetzt alles über deine Hochzeitsreise berichten. Und zwar in allen Einzelheiten. Tja, wisst ihr, wir kamen zu spät zum Flughafen, aber Lucas trug doch noch einen Gepäckträger. Ja, ist doch unwichtig. Was war im Bett los? Ich weiß, es ist bereits eine Weile her, aber haben wir solche Geschichten früher nicht spannend und... Wir waren jünger, wir hatten mehr Zeit. Wie war der Sex? Vermutlich soll ich es besser nicht erzählen, aber... Lucas und ich haben ein wenig experimentiert. Mit was? Schwefelwasserstoff, Rose. Mit Sex. Wir experimentierten mit Sex. Und? Naja, ich kann euch verraten, es war ein Erlebnis. Ich meine, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich alle Hemmungen abgelegt. Ich habe zum ersten Mal was riskiert. Ich habe alle Bedenken in den Wind geschlagen. Was hast du getan? Naja, am Anfang ließ ich erstmal das Licht an. Ladies and Gentlemen, Madonna! Wenn Charlie das Liebesleben mit mir interessanter machen wollte, gingen wir zum Stall. Oh, wir legten uns in den Verschlag direkt neben den Kühen und da trieben wir es dann wie verrückt. Rose, wie konntet ihr das, wenn euch die Kühe dabei zugesehen haben? Das war ja der Sinn der Sache. Naja, Kinder, ich weiß, dass ihr denkt, dass ich besonders wild bin, aber George war ein stürmischer Mann. Er war ausgesprochen impulsiv. Ich weiß noch einmal nach dem Essen, hat das mit mir auf dem Esszimmertisch getrieben. Warst du überrascht? Naja, wenn man nackt auf einem drehbaren Servierteller liegt, kann man schon erwarten, dass was losgeht. Dorothy, isst irgendwas? Nein, mir geht's gut. Also, es gibt da etwas, über das ich unbedingt mit euch sprechen müsste. Aber es ist ein bisschen schwierig für mich. Was ist denn, um Himmels Willen, Dorothy? Du hattest früher nie Schwierigkeiten, etwas mit uns zu besprechen. Um was geht es? Erstmal möchte ich euch sagen, dass ich weiß, wie viel Hürden ihr bei diesem Unternehmen zu überwinden hattet. Und ich finde, ihr habt auch Fabelhaftes geleistet, aber die Arbeit ist doch furchtbar schwer. Ja, worauf willst du hinaus? Wisst ihr, ich denke, dass Ma viel zu alt ist, um noch so schwere Arbeit zu leisten. Und ich möchte sie zu mir nach Atlanta mitnehmen. Was? Ja, aber wir brauchen Sophia. Wir rechnen mit ihr. Ich finde, dass ihr viel zu viel mit ihr rechnet. Aber diese Arbeit macht ihr doch Spaß. Und wir passen ja auch auf, dass sie nicht übertreibt. Kann ich dazu auch was sagen? Rose, hör mal, ich weiß, du tust dein Bestes, aber wenn du dir wirklich Sorgen um Ma machst, müssen wir darüber nicht streiten. Wie interessant. Und du hast dir so viel Sorgen gemacht, dass dir nach 4 Monaten zum ersten Mal einfällt, uns zu besuchen. Kann ich dazu auch was sagen? Nach der Hochzeit wollten Lucas und ich auch mal eine Zeit lang für uns sein. Aber ich habe trotzdem jeden Tag an Ma gedacht. Ja, so wie ich jeden Tag an Nick Nolte denken muss. Auf die Idee, ihn zu entführen, komme ich aber deswegen nicht. Ich denke, ich weiß sehr gut, was das Beste für Ma ist. Wir glauben nicht, dass du es weißt. Kann ich dazu auch was sagen? Mann, jetzt habe ich es vergessen. Ma! Jetzt weiß ich's wieder. Wenn jemand zu entscheiden hat, wo ich leben will, dann bin ich das. Ist das klar? Na gut.
Wo möchtest du leben? Und was noch wichtiger ist, mit wem du zusammenleben willst. Vergiss nicht mal, dass einer von uns von deinem Fleisch und Blut ist. Ja, du musst aber auch bedenken, dass zwei von uns dich nicht ins Heim gesteckt haben. Ja. Du bist jetzt dran, mein Kätzchen. Ma, triff einfach eine Entscheidung. Und wenn ich's nicht kann... Dann treffen wir sie für dich. Ich denk auf meinem Zimmer darüber nach. Ich kann nicht glauben, dass ich gezwungen werde, zwischen euch dreien zu wählen. Guten Morgen, Rose. Guten Morgen, Joey. Oh, Rose, ich möchte mich noch bedanken wegen gestern. Du warst die Einzige, die mich nicht beschimpft hat wegen der Hochzeit mit Beverly. Na, weil ich mir gedacht habe, es geht um dein Leben. Ich meine, wenn du es unbedingt wegwerfen willst, weil du völlig besoffen ein gewöhnliches Flittchen heiratest. Und ich kann recht was zu sagen. Du bist eine gute Freundin. Ist sie inzwischen runtergekommen? Wer? Die Raumfähre, meine ich, Rose. Ma, ist Ma unten, um ihre Entscheidung mitzuteilen? Nein, noch nicht. Naja, ich fürchte, dann muss ich es wohl entscheiden für sie. Ich nehme sie mit zu mir. Dorothy! Rose, es tut mir leid. Ich tue lediglich, was das Beste für Ma ist. Wir alle wollen doch nur das Beste für sie. Na fein, Dorothy, ich hoffe, du bist zufrieden. Hör zu, du sollst nicht schon wieder anfangen. Ich habe meine Entscheidung mit Ma getroffen. Ach, wirklich? Ich war gerade oben auf ihrem Zimmer und ihr Koffer ist weg und das hier lag auf ihrem Tisch. Oh. Und was steht da drauf? Ich kann nicht zwischen meiner eigenen Tochter und zwei Frauen, die ich als meine Töchter betrachte, wählen. Tut mir leid, aber das kann ich nicht. Ich begreife das nicht. Ich meine, was bedeutet das? Das bedeutet, dass Sophia weggelaufen ist. Fortsetzung folgt.